Ja, wir sind heute zusammen unterwegs mit dem Atze Friebel. Peace. Peace. Der Heimatsonder ist irgendwo versteckt im Wald. Wir versuchen ihn jetzt hier aufzufinden und dann ziehen wir wieder zusammen los hier durch die Wälder. Also, bis zu den nächsten Signalen, Leute. Morgen Leute, mein Name ist Dan und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute wieder ein wenig im Wald unterwegs. Mein Detektor ist schon startbereit, aber ich bin heute nicht alleine unterwegs. Und zwar bin ich heute mit dem Herrn Heimatsondler unterwegs. Man sieht ihn da im Hintergrund gut getarnt und unter anderem auch noch mit Atze Friebel, der ist da auch irgendwo unterwegs, hat einen roten Pulli an. Ja, und wir schauen heute, was sich aus dem Boden ziehen lässt und melden uns bei den ersten Signalen. Also macht's gut und bis zum ersten Signal. Bis dann. Peace. So Freunde, wir kommen zum ersten Fund. Ich würde euch aber mal eine Gefahrenzone zeigen. Und zwar hängt hier oben eine Baumkrone. Ja, und die ist kurz davor runterzufallen. Deswegen hoffe ich, dass ich da vorbeilaufen kann, ohne was auf den Kopf zu bekommen. Aber aus dem Loch hat sich... Ah, schade, ich dachte, das ist zusammen. Hat sich herausgestellt, ja, dass wir hier so eine Art gefunden haben. Geprägtes Metall. Ja, vielleicht war das mal ein Sippo oder allgemein ein Feuerzeug. Aber falls ihr Ideen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Es wird auf jeden Fall mitgenommen, eingepackt, Loch wieder zugemacht. Bap, bap. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. Nächster Fund, Müll. Der nächste Fund, wieder Müll, irgendein Deckel, wird eingepackt und wir sehen uns gleich. So, das nächste Signal entpuppte sich auch als Müll, wird mitgenommen, zerschreddert und wir sehen uns beim nächsten Signal. So, wir kommen zum nächsten Fund und zwar hat sich hier herausgestellt, dass wir ein Messer hier gefunden haben, ein Buttermesser, könnte auch etwas älter sein. Ich werde es auf jeden Fall mal reinigen und zeige es euch gleich nochmal in der Fundzusammenfassung. Ja, ich kann es jetzt nicht identifizieren, ob da jetzt irgendwie vielleicht eine Gravierung drauf ist oder ein Zeichen. Daher packe ich das ein und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. So, wir haben das nächste Loch offen. Genau hier neben der Schippe. Und zwar hat sich diesmal herausgestellt, ja, nichts Großartiges. Das ist ein Granatsplitter. Ja, naja gut. Wird eingepackt. Muss ja auch mal entsorgt werden aus dem Wald nach den fast 80 Jahren, was es hier drin rumlag. Oder 90, 100 Jahre fast. Na gut, Loch mache ich natürlich im Anschluss zu. Und wir sehen uns gleich bei den nächsten Signalen. Bis dann. So Freunde. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das nächste Loch schon offen. Und rausgezogen habe ich hier diese Schiene, diese Munitionsschiene, wo die Patronen jeweils eingeschoben werden. Links und rechts. Ja, habe ich selten gefunden, deswegen wird das auch auf jeden Fall mitgenommen. Sieht auch noch gut in Schuss aus. Ich zeige es euch noch mal in der Fundzusammenfassung, wie das aussehen sollte, wie man die Patronen hier so reinschiebt. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal. Loch ist schon zu. Und wir sehen uns. Bis dann. Da sehen wir den Herrn Heimatsondler, der gerade ein kleines Golfabzeichen gefunden hat und freut sich wie ein Cola-Keks. Da sieht man ihn. Versteckt im Wald. So Freunde, direkt am Baumstumpf habe ich das Loch auch schon zugemacht. Das hat sich hier herausgestellt, dass wir eine Patronenhülse gefunden haben. Ja, ich blende sie euch auf jeden Fall nochmal ein, aber die ist gut erhalten. Sieht noch schick aus und daher wird sie auch mitgenommen, eingepackt und mitgenommen.
Alles klar, Leute, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Signal. Bis dann. So, Freunde, der nächste Fund. Ja, habe ich hier so ein funktionierendes Türscharnier oder Schrankscharnier gefunden, was sich noch hier bewegen lässt. Ich versuch's mal. Ja, nee, doch nicht mehr so viel. Ich mach's lieber nicht kaputt. Ich pack's auf jeden Fall ein. Ein Türscharnier. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. Ja, wir sind heute zusammen unterwegs mit dem Atze Friebel. Peace. Der Heimatsonder ist irgendwo versteckt im Wald. Wir versuchen ihn jetzt hier aufzufinden und dann ziehen wir wieder zusammen los hier durch die Wälder. Also, bis zu den nächsten Signalen, Leute. Das ist das gleiche, was ich gerade schon oder was ich vorhin gefunden habe. Der sieht halt nicht mehr so gut aus hier. Ja, der Atze Friebel hat sich ein kleines Müllloch hier gefunden. Ja, im Müllloch nochmal ein Loch gebaut. Aber da kam ein kleines Messer raus. Sieht auch sehr unnatürlich aus. Hat eine ziemlich lange Klinge hat hier vorne, finde ich. So ganz komisch geschwungen. Ich hab meine Frisur gemacht, ich hab keine Ahnung, oder? Ja, kannst ja mal zu Hause sauber machen. Das ist doch schon mal ein cooler Fund. Aber mehr ist hier auch nie drin, Alter. Naja. Also, scheinbar ist es total verjammelt, ey. Wirklich schade. Ja, vielleicht erkennst du ja was drauf, wenn du es richtig sauber machst. So, wir ziehen weiter, wa? Genau, Heimatsonder sagt, wir ziehen weiter. Also, auf! Ra ra Rasputin, ne 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 ne. So, die Pause ist beendet und wir kommen zum nächsten Fund. Und zwar hat sich diesmal herausgestellt, dass wir hier so eine Munitionsschiene gefunden haben. Von welchem Kaliber weiß ich jetzt nicht, aber könnte K98 Kaliber sein. Ja, ist auf jeden Fall eine Munitionsschiene. Cool, darüber freue ich mich ja. Insgesamt habe ich jetzt schon beigefunden, von daher freue ich mich auf jeden Fall darüber. Kann ich ein paar Hülsen auf jeden Fall reinschieben. Gut, bupp. Ich war niemals hier. Also, wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. So, Freunde, wir haben das nächste Signal. Lag direkt an der Oberfläche. Und zwar haben wir hier so ein kleines Döschen gefunden. Leider schon ein bisschen zerkratzt auf der Oberfläche, aber... Burg 3362. Ich recherchiere auf jeden Fall, was es sein könnte. Ist nämlich noch gut in Schuss. Und ich wollte sie jetzt nochmal gleich mal öffnen. Und dann zeige ich euch nochmal, ob da wirklich was drin sein könnte. Aber sie scheint leer. Also, wird eingepackt. Und wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. So, Freunde, wir haben das Loch offen. Beziehungsweise, ich habe es wieder zugemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass wir hier so eine Art kleines Kästchen gefunden haben. Könnte auch sein, dass es ein alter kleiner Spiegel war, der hier drinnen lag. Ja, sonst habe ich keine Ideen, was es sein könnte. Ist auf jeden Fall noch funktionsfähig. Kann man auch schön zumachen. Ob es jetzt Silber ist, weiß ich nicht. Müsste ich auf jeden Fall nochmal nach der Funzierung schauen. Aber ich blende es euch auf jeden Fall nochmal sauber im Nachhinein ein. So, wird eingepackt. Loch ist schon zu und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. So, wir haben das nächste Loch offen
Und diesmal hat sich eine kleine Flasche gezeigt in dem Loch. Was da drauf steht, Krevel. Aber sieht auf jeden Fall schick aus und wird dementsprechend mitgenommen. Loch, wie sich's gehört, natürlich anständig, wie ich bin, wird selbstverständlich zugemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Signal. Bis dann, Leute. So, Freunde, wir kommen zum nächsten Fund. Wie man schon sieht, ist das Loch offen. Ich habe es auch schon hier in der Hand. Und man kann es auch schon ganz leicht hier in der Ecke erkennen. Es ist eine Münze. Die erste Münze zeigt sich mal. Was es für eine ist, oh, das kann ich jetzt noch nicht erkennen. Aber ich mache sie euch gleich sauber und blende sie euch gleich nochmal ein. So, alles klar. So viel zum Thema, zu dem Fund hier. Ja, das ist die erste Münze und ich hoffe, es zeigen sich noch welche. Ich bin heute nämlich mit dem Herrn Heimatsonder unterwegs, der sich mit mir zusammen hier rumtreibt, da hinten in der Ecke. Bei ihm auf jeden Fall vorbei in den Kanal und wir sehen uns natürlich beim nächsten Signal. Bis dann. So, das Loch ist zu und ich habe die Münze ein wenig sauber gemacht. Vielleicht erkennt man es jetzt ein wenig besser, ja, wenn er mal fokussieren würde. Auf jeden Fall sind das 10 Pfennig. Ob es jetzt Reichspfennig sind oder noch ein wenig älter, das weiß ich nicht, aber ich blende sie euch auf jeden Fall ein und das ist auf jeden Fall die erste Münze für heute. Ja, das ist doch schon mal geil. Na gut, wir schauen weiter. Wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. So, wir haben den nächsten kuriosen Fund zu verzeichnen. Loch habe ich jetzt schon im Anschluss zugemacht, aber es hat sich herausgestellt, dass wir eine Dublosan-Verpackung gefunden haben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zusätzlich beim Aufklappen, das war nämlich so leicht zusammengeklappt in der Mitte, habe ich sogar die Aufschrift noch erkennen können. Die ist noch wirklich gut in Schuss, ist auch nicht mal nass, obwohl es die letzten Tage geregnet hat, kann da wirklich sogar noch die Preise drauf erkennen. Geil, geil, geil. 80 Reichspfennige für Dublosan-Schutzmittel. Nice. Wird eingepackt und ich zeige sie euch nochmal in sauber in der Fundzusammenfassung. Wir sehen uns beim nächsten Signal mit dem Herrn Heimatsondler hier. Peace, peace, man. Er hat schon einige Sachen heute gefunden. Ein paar Münzen hat er schon gefunden. Und was hast du noch alles so gefunden? Ja, ein paar Münzen auf jeden Fall. Ein paar Münzen. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt fehlt nur noch der Ring. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns hier in dem Koboldwald. Also bis dann. Freunde, das Loch ist offen und es hat sich herausgestellt, dass wir wieder eine Patronenhülse gefunden haben. Ich blende euch den Bodenstempel auf jeden Fall nochmal ein. Das ist jetzt schon die zweite, die wir hier finden. Na, scheint eine russische zu sein, glaube ich. Ich blende sie euch auf jeden Fall nochmal ein. Loch. Papp. Wird wie immer zugemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Signal. So, wir haben den nächsten Fund zu verzeichnen. Diesmal ist es was Außergewöhnliches. Und zwar, ja, habe ich hier so einen kleinen Beschlag gefunden. Mit einer Gravierung drauf. 70G steht hier drauf. Und hier, ja, kann ich nicht entziffern. So, Freunde. Zurück im Wald. Mir ist gerade die Kamera ausgegangen. Deswegen ist auch schon ein bisschen dunkler geworden. Aber ich wollte euch mal meine letzten Funde zeigen, die ich gemacht habe, während ich mein Akku aufgeladen habe. Und zwar hatte ich hier zuletzt dieses Ding hier gefunden, wo hier 70G draufsteht und
ja, irgendwas anderes noch hinten drauf. Unze, 21, irgendwas Unzen. Und dann hat sich noch sowas in die Richtung hier gefunden. Ja, so eine Art Griff hätte ich jetzt gesagt, den ich jetzt hier auf dem Weg gefunden hatte. Und das war es auch schon. Mehr hat sich jetzt auf dem Weg hier, wo ich meinen Akku geholt habe, nicht mehr rausgezogen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg an Strand und sonnen jetzt hier noch ein wenig am See entlang. Ja, und hoffen natürlich auf ein paar gute Funde, damit wir dann auch Feierabend machen können und uns was Ordentliches zu essen kaufen können. Da hinten versteckt sich jemand. Wenn ihr erratet, wer das ist, der bekommt heute auf jeden Fall eine Münze. So, wir sind am Strand angekommen und ja, es haben sich die ersten 2 Euro gezeigt. Das erste Signal, das gebuddelt wurde. Die Jungs. Ja, das sind Scheiße getreten. Ey, pscht. Mann, das soll doch, das bringt doch Glück. Du siehst doch hier, ich habe die 2 Euro gefunden. Habt ihr auch ein paar Cents rausgezogen? Na, siehst du, dafür musst du wissen, jetzt wirst du schon arbeiten. Du sollst hier gleich noch einen Kron kaufen. Ah, übel. Naja, wir gucken uns nochmal die Fläche hier durch. Und eine Haarspange, das war's. Naja, gut. Dann sind wir jetzt so gut wie durch hier mit der Fläche. Ansonsten melden wir uns natürlich, falls sich noch was zu zeigen lohnt. So, ich habe noch hier ein paar Funde gehabt. Die letzten paar Meter, die ich gemacht hatte davor zum Auto. Und zwar sind das Ladestreifen. 2 Stück. Das eine ist hier noch, hat uns Herr Heimatsonder erklärt. Ja, ist so eine kleine Feder mit eingebaut, sodass man die Patronen hier reinschieben kann. Und das Plättchen hier oben drauf dann sozusagen reinfährt. Ja, einmal mit und einmal ohne. 2 Ladestreifen werden eingepackt. Und wir hauen jetzt langsam ab. Kannst du dein Handy mitladen? Ja. Wir machen jetzt Feierabend, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar gute Funde waren auch mit dabei. Oh, kriegt ihr noch sogar Raucherküsschen hier vom Heimatsondler. Manometer, guck mal an. Da wird ja Frau Focken richtig eifersüchtig. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit den Jungs, mit den Männers. Und ja, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Müll sammeln mit Dan. Macht's gut und bis Dan.